Nach Genuss sieht das aber nicht aus. Doch der erste Eindruck täuscht. Riesiges Brot, ganz schön knackig, ganz schön fruchtig. Gute Säuberung, schöne feine Pellage. Einfach eine gutere Wein, wenn die Sommer kommt, so tagsüber zu genießen. Für mich in der Nase war der leichten Böchser gehabt. Und vom Geschmack her war er zwar da, aber ist zu schnell abgeflacht und hat ein bisschen zu viel Säure, was man vielleicht noch ein bisschen besser machen könnte. Ja, zugegeben. Bei diesen Herren handelt es sich um einen Sommelier und einen Winzer. Beide verkosten Wein also beruflich, sind Experten. Doch zwischen all den erprobten Zungen finden wir auch das ein oder andere unbeschriebene Weinblatt auf der Weinmesse in der Ronn-Region. Wir trinken viel Wein, aber ich kann jetzt nicht so direkt sagen, dass ich ein Kenner bin. Würden Sie sagen, Sie sind Weinkennerin? Nein, gar nicht. Kenne ich mich nicht aus. Tut mir leid. Aber ja, ist mal interessant, so die Erfahrung zu machen, mal zu gucken. Aber ich bin nicht Weinkennerin. Nee. Ich würde mich nicht als Weinkenner bezeichnen, aber ich liebe Wein, egal zu welchem Anlass. Ist ja auch kein schlechtes Angebot, was da am Wochenende geboten wurde. Für gerade mal 30 Euro durch mehr als 1000 Weinsorten schlürfen. Doch Flatrate-Trinker sind eher die Ausnahme auf dem Weinforum, weiß Mitveranstalter Detlef Jannik. Ja, es werden mit Sicherheit mehr Weinkenner und Weinliebhaber kommen. Weinneulinge, da ist natürlich auch so eine gewisse Hemmschwelle. Aber auch die werden irgendwann das erste Mal zu einer Messe kommen und vielleicht ist es hier bei Wein am Dom. 6 verschiedene Probierlocations lockten am Wochenende rund 3400 Weinfans in die Speyerer Innenstadt. Doof nur, wenn man unter so vielen Experten nicht negativ auffallen will. Wir zeigen Ihnen, wie Sie beim Weinprobieren aussehen wie ein echter Fachmann. Damit zurück zu unserem Jungwinzer. Erst schwenken, dann die Nase ins Glas und riechen, trinken und anschließend ein wenig Luft in den Mund lassen. Ist doch gar nicht so schwer. Und auch wenn Wein am Dom schon vorbei ist, das nächste Weinfest steht schon vor der Tür.